Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Seelengeflüster im Einklang mit Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Barbara Masur und ich heiße dich herzlich willkommen an diesem wunderschönen Montag, 13. Dezember 2021. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute bekommen wir eine Botschaft von Erzengel Raphael und ich wünsche dir da ganz viel Freude dran. Bis gleich. Geliebte Menschenkinder, mein Name ist Erzengel Raphael und ich bin hier, um dir zu sagen, das Wunder, um das du gebeten hast, ist bereits auf dem Weg. Mache dir keine Sorgen, lass einfach los und lass geschehen, was geschehen muss. Bleibe in der Ruhe. So vergeht die Angst. Du darfst auch zuweilen einfach hinausgehen in die Natur und dort mit den Bäumen, mit den Tieren oder mit den Steinen kommunizieren. Was auch immer dein Herz begehrt, du wirst es fühlen und du wirst Energie bekommen. Denn all diese Wesen tragen Leben in sich. Ja, auch die Steine, warum sollten sie nicht leben? Geliebte Menschenkinder, mein Name ist Erzengel Raphael und ich danke dir, dass du meinen Worten Gehör geschenkt hast. Wunderbar, eine sehr schöne Botschaft. Kurz und knapp und doch so liebevoll. Ja, Heilung in der Natur bekommen, das ist wunderbar. Sehr schön, ich mache das ja sehr gerne, rausgehen und mich mit den Bäumen, mit Mutter Erde oder mit anderen Wesen zu verbinden. Und tatsächlich spreche ich auch mit den Steinen. Ja, ich spreche mit allem und jedem sozusagen. Von mir ist niemand sicher. Genau. Und das ist wunderbar. Also Steine haben wirklich, ja, tragen Weisheit in sich. Es ist phänomenal. Alle Wesen tragen so viel Weisheit in sich. Ja, das stimmt. Aber ja, irgendwie sind Steine sind nochmal so anders. Die werden ja auch so wenig wahrgenommen. Es gibt ein Video von mir, fällt mir gerade ein. Das müsste ich im Sommer gedreht haben. Da gibt es ein Video mit einer Botschaft von den Steinen. Ja, ganz toll. Ja, die Tiere, die helfen uns natürlich auch unheimlich gerne. Allen voran natürlich unsere Haustiere. Die ja, sind nicht umsonst in unserer Nähe. Und das ist so wunderbar. Ich habe ja immer Katzen um mich herum. Ich glaube, seit 20 Jahren jetzt habe ich Katzen. Und das ist richtig schön. Ich liebe Katzen. Ich mag natürlich auch andere Tiere unheimlich gerne. Früher war ich eine richtige Pferdenärrin. Und ja, Pferd für Pferde schlägt mein Herz auch. Aber ehrlich gesagt, für alle anderen Tiere genauso. Es ist sehr schön. In meinem Sommerurlaub bin ich mal tauchen gewesen. Und da habe ich im Meer wunderbare Korallenriffe und dort lebende Fische gesehen. Das war auch sehr bezaubernd und so einfach so heilsam, wenn man da so in dieser, als ich da so in dieser Wasseroberfläche einfach nur so liegen konnte und diese Tiere bei ihrem Tun beobachten. Es war echt schön. Es tat so gut. Ja,
Das ist wirklich. Ja, wir haben so vieles, ne? Die, so viele Möglichkeiten, die uns geschenkt werden von der Urquelle. So viel Liebe und so viel Kraft steckt im Allen, was sie uns geschenkt hat. Und wir dürfen davon profitieren, das ist das Wunderbare. Wir brauchen die Wesen um uns herum nur zu bitten, uns zu unterstützen, uns Antworten zu geben auf unsere Fragen. Ja, sie tun das unheimlich gerne für uns, uns dabei zu unterstützen. Und wenn du mal Unterstützung brauchst, um eine Antwort zu bekommen, vielleicht von den Feen in deinem Garten, dann darfst du natürlich auch mich sehr gerne kontaktieren. Und ich spreche liebend gerne mit den Feen in deinem Garten. Vielleicht sind auch Zwerge bei dir zu Gast, wer weiß. Dann schau einfach auf meine Homepage. Dort findest du alle Informationen dazu. Und ich freue mich, von dir zu hören. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen, gesegneten Dienstag in der Liebe und dem Licht der Urquelle. Mir fällt ein, es ist Montag. Also hab einen schönen Montag in der Liebe und dem Licht der Urquelle. Und morgen am Dienstag siehst du mich wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Deine Barbara Masur. Tschüss.